Foto bei dir. Ja, ich freue mich sehr, heute hier vor diesem sehr anderen Publikum zu reden. Ich habe einmal vor einer Historikertagung gesprochen, die sich so mit Digitalisierung der Geschichte beschäftigt hat. Das ist aber schon eine Weile her. Ich glaube aber trotzdem, gerade als ich das Konferenzprogramm mir angeschaut habe, dass es da wesentlich mehr Überschneidungspunkte gibt, als man so denkt. Und tatsächlich haben wir auch schon öfter mit Urbanisten oder auch Historikerinnen zusammengearbeitet, aber eher so im Museumskontext. So, was werde ich heute machen? Ich werde erstmal, weil mir die Aufgabe angetragen wurde, komplett zu erzählen, wie Digitalisierung den Journalismus verändert hat. Das könnte man auch als Ringvorlesung machen über ein Jahr. Ich werde es trotzdem versuchen, möglichst schnell zu machen. Einmal so zu erzählen, was so die Hauptänderungsvektoren sind, die sich da so entwickelt haben im Journalismus und unsere Arbeit beeinflussen. Dann erzähle ich ein bisschen mehr dabei, warum das vor allen Dingen eine andere Art des Erzählens ist oder der Narration, die immer mehr so ins Visuelle schwappt, was dann so endet bei eher interaktiven Tools statt linearen Erzählformen und dann so Dashboards, die alle seit Corona kennen und warum das ein großer Unterschied ist inzwischen im Journalismus. Und dann gebe ich ganz am Schluss so ein bisschen einen Ausblick darauf, warum sich gerade in den Medien alle über ChatGPT unterhalten und tatsächlich da ziemlich viel funktioniert, aber das soll einfach nur so die Debatte anregen. Eine Frage für Sie habe ich dann auch noch, was die Geschichtswissenschaft mit uns eigentlich vorhat. Also, zuerst, das Größte, was passiert ist im Journalismus in den letzten 20 Jahren, ist eigentlich ziemlich schnell erzählt. Wir haben inzwischen 50 bis 75% der Leute, die unsere Nachrichtenseiten benutzen, auf dem Smartphone. Das klingt jetzt irgendwie erstmal banal und egal. Daran sind ziemlich viele Sachen interessant. Erstens, ein Smartphone hat genau die Breite von der durchschnittlichen Zeitungsspalte. Ich glaube, beides ist kein Zufall. Zweitens, ein Smartphone hat aber entgegen seiner Funktion, sehr gut Text darstellen zu können, natürlich alle Möglichkeiten, die alles hat, die noch sehr wenig benutzt werden, aber eben das vollkommen verändern. Man kann es, ihr benutzt wahrscheinlich Smartphone für Netflix, für Tinder, was auch immer. All diese Funktionen kann ein Smartphone sein. Es kann einen aber auch selber tracken, man kann damit selber Eingaben machen. Und das ändert sehr stark, was eigentlich Darstellungsformen im Journalismus bedeutet und auch, was eigentlich Teilnehmerschaft bedeutet. Was sich dann vor allen Dingen geändert hat, ist, wenn man was online darstellt, dann hat man da eigentlich keine Platzbegrenzung mehr. Eigentlich, was eine Nachrichtenzeitung ausmacht oder sonst was, oder auch ein Buch, ist die Platzbegrenzung. Das haben wir nicht mehr. Wir haben aber gleichzeitig Geräte, die es in jeder beliebigen Größe und Verhältnis darstellen. Das bedeutet außerdem aber auch, wir können plötzlich Informationen, das wären 6 Grafiken oder in dem Fall 3, wir können die alle anzeigen, aber bestimmen, welche am wichtigsten sind und die anderen Leute können selber bestimmen, was sie sich dann davon angucken wollen. Und es erlaubt, darum wird es vor allen Dingen im Schluss gehen, so eine Art Personalisierung und Lokalisierung. Also wenn ich eine Geschichte so erzählt bekomme, dass sie nicht mehr um Gesamtdeutschland geht, sondern um meinen Nachbarschaftsladen, in dem Fall um Beispiel während der Corona-Zeit, welche Bars die Nachweise kontrollieren, welche nicht, dann ist es ein vollkommen anderes Erzählen. Was hat sich dabei vor allen Dingen geändert? Wenn man sich das so anguckt, wie erzählt wird im Internet, in aktuellen Medien im Vergleich zu Print, dann gibt es einmal eine Sache, die ist ziemlich ähnlich, das sind so Longreads, die kennen alle, die sehen ein bisschen schöner aus, ein bisschen die Idee von einem Zeitungsmagazin oder einer Monografie, was auch immer. Man kann viele Bilder setzen, untereinander ist alles relativ statisch. Das nächste ist sozusagen, was man eher so Scrollytelling nennt. Das ist schon aufwendiger zu produzieren. Da hat man vielleicht so Übergänge, ich zeige nachher ein paar Beispiele. Von einem Zustand, von einem Bild in den anderen. Man kann eher so filmisch arbeiten, also man arbeitet eigentlich so eher in Szenen und kann dadurch dann so zeigen, wie komplexe Sachen zusammenhängen. Und dann gibt es das Letzte, was so Interactives sind oder Dashboards, kennen alle seit Corona und diesem schrecklichen RKI-Dashboard, das alle anderen versucht haben, von uns irgendwie ein bisschen weniger schrecklich zu machen. Und das bedeutet tatsächlich eine sehr andere Art von Kontrolle über das Erzählen und auch von den Eingaben, wo ich dann am Schluss auch so ein bisschen drauf eingehe. Das ist so ein Beispiel für einen Longread. Ich gehe sozusagen dabei immer an praktischen Beispielen durch, die es bei uns auch gibt, weil wenn dann jemand Fragen hat, kann ich was dazu erzählen. In dem Fall war es um Ölexporte trotz Russland-Invasion der Ukraine.
wo wir die Satellitendaten getrackt haben, zusammen mit europäischen Kolleginnen und dann gezeigt haben, wo trotzdem noch Schiffe verkehren und welche europäischen Reedereien davon profitieren. Wie man da sieht, es könnte auch so gedruckt werden in einem Magazin. Jetzt gibt es hier eher sowas, was so Scrollytelling ist und ich klicke jetzt hoffentlich Yes. Hat sich gelohnt mit dem Anschluss. Da geht es um das größte beheizte Ölpipeline-Projekt der Welt, was gerade in Uganda entsteht. In dem Fall gehen wir davon aus, die Leute wissen nicht, wo Uganda ist, auch wenn sie es anders behaupten würden. Und die wissen auch nicht, was ein Ölpipeline bedeutet. Und in dem Fall wird sozusagen anhand von einer Mischung aus Satellitendaten, Kartendaten und dann aber sozusagen auf verschiedensten Weisen erhobenen Daten, in dem Fall zu den Ölbohrstätten. Das sind so Baupläne, die wir gefunden haben auf irgendeiner Regierungswebseite, die sie vergessen haben, auf die verschlüsselte Seite zu tun. Und da, wie kann man Leuten zeigen, was es bedeutet, eine Infrastruktur aufzubauen für so ein Ölförderungsprojekt, wenn sie weder wissen, wo Afrika ist, genau, noch wo Uganda liegt, noch was eine Ölinfrastruktur ist, weil das wussten wir selber nicht mal. Also waren wir zwar auch dort, wie man das sonst machen würde. Wir haben aber sozusagen diese Bilder eher benutzt, um den Leuten zu zeigen, so sieht es da aus, aber diese Größenordnung dieses Infrastrukturprojekts haben wir versucht, anhand von solchen Karten zu erzählen. Und dadurch, dass man sozusagen wie im Film reinzoomen, rauszoomen und Sachen annotieren kann, kann man natürlich Sachen erzählen, die man niemals in so einer statischen Erzählweise erzählen kann. Hier ist ein ganz anderes Beispiel. Da ging es darum, CO2-Bilanz von Lebensmitteln. Wie erklärt man das? Das sind alles Datenpunkte der durchschnittlichen CO2-Bilanz. Das ist eine exponentielle Skala. Nicht wundern, das sieht man anhand der Stauchung der Linien. Und da erklären wir sozusagen einfach nur, es gibt zwar große Unterschiede zwischen den Bereichen Fleischprodukte, Käse, aber wie kann man den Leuten, wenn was exponentiell unterschiedlich ist, die Ordnung zwischen Fleischprodukten und zwischen Milchprodukten und zwischen Pflanzenprodukten, wie kann man das überhaupt zusammen erklären? In dem Fall, den man da durchführen kann, man kann zeigen, es gibt, wie man da sieht, aggregierte Unterschiede. Links ist Fleisch, wenn man es nicht lesen kann, hinten. Rechts ist Gemüse, dann das dritte von rechts. Das hat im Mittel schon einen großen Unterschied. Trotzdem gibt es natürlich interessante Beispiele, wie zum Beispiel, dass Butter viel schlimmer ist als Hühnchen, hat eine große Debatte gegeben. Ist schwer, Leuten zu erklären. Und so ein Datensatz würde sich weder in Tabellenform noch sonst wie natürlich jemand anschauen. So, das ist noch ein ganz anderes Beispiel, was ich gesehen habe in Ihrer Konferenz. Hat da, glaube ich, heute oder morgen jemand noch einen Vortrag zu so 3D-historischen Modellen? Gibt es, glaube ich, hier an der HU auch einige archäologische Projekte, in dem Fall ein 3D-Modell des Flughafens BR. Wir haben es veröffentlicht zum Anlass der Eröffnung nach 14 Jahren und versucht zu erklären, was denn eigentlich da schiefgegangen ist. Weil alle kannten diese Nachrichten, Entrauchungsanlage, bla 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 bla. Aber in diesem Gebäude, wo noch nie jemand war, den man auch zwar mitten im Corona-Anfang nicht betreten konnte, zu erklären, was da wie verortet ist, ist extrem schwer. Und in dem Fall haben wir zusammen mit so einer Augmented Reality 3D-Firma so ein Modell entwickelt, durch das man tatsächlich durchscrollt, was natürlich eher so ist, als würde man so ein Spiel designen, aber man führt die Leute da durch, man will ihnen ja was erzählen und kann dann so Sachen erklären, wie es gibt zu viele Kabel, warum sei das ein Problem und so. Klingt also relativ banal, aber ich glaube, dass zum Beispiel gerade so diese 3D-Modelle, wenn das noch ein bisschen mehr durch Tools mehr verfügbar wird, so in der Geschichtswissenschaft super interessant ist. In Griechenland, glaube ich, für Athen gibt es da schon so ein paar Ansätze. Genau. So, das waren jetzt so die Sachen, da erzählt man immer noch linear. Also es ist immer noch so eine Kontrolle von einem Erzähler, einer Erzählerin, die sagt, so, das ist meine Geschichte, das möchte ich irgendwie erzählen. Wo das anders ist, ist bei sozusagen Interactives. Das ist genau der große Unterschied. In dem Fall ein Beispiel. Es ging um den Gaslieferungsstopp aus Russland, Nord Stream 2 geschlossen. Und Habeck hielt so ein Plakat hoch, so eine Kurve. Dann ist das Gas zu Ende, wenn die stoppen. So, dann haben wir da hingeschrieben, wir würden das gerne zeigen, was das bedeutet. Haben die gesagt, wir haben die Daten nicht, die Quellen können wir ihnen auch nicht schicken. Also hat erst mal ein, zwei Wochen gedauert, bis wir herausgefunden haben, woher diese Studie, die jetzt ganz Deutschland dazu bringen sollte, nicht mehr zu heizen zu Hause eigentlich kam.
Wir haben dann Wissenschaftler, ich glaube, das waren letzten Endes Ökonomen gefunden, die das mal modelliert hatten. Dieses Gasverbrauchsnetzwerk ist gar nicht so einfach mit diesen Zwischenständen und so weiter. Und dann gab es sozusagen letzten Endes so ein R-Modell, was dahinter stand, was wir dann in so einen Rechner gebaut haben, der eigentlich, wenn man das durchzählt, weil das ja eine Potenz ist, sind es ungefähr 2300 Zustände, die man da einstellen kann, auch wenn es nur vier Schieberegler sind. Und tatsächlich ist es ziemlich kompliziert, weil zum Beispiel, was alle diese Debatten nicht hatten, war diesen einfachen Punkt, den man hier oben sieht, dem Winter. Die haben alle davon geredet, man spart oder nicht. Niemand hat darüber geredet, dass, wenn es einen kalten Winter gibt oder einen warmen Winter, all diese Szenarien vollkommen irrelevant sind im Vergleich dazu, ob jeder 1 Grad weniger heizt. Und allein so diese Komplexität kann man natürlich durch sowas erklären. Man könnte aber nicht 2000 verschiedene Infografiken zeigen. In dem Fall ein anderes Beispiel, das, was ich vorher gezeigt habe mit dem Datensatz zum CO2-Bilanz. Das ist der gleiche Datensatz, aber als Rechner. In dem Fall typische Gerichte, die man kennt: Falafel, Schnitzel, Currywurst, Rot-Weiß, was auch immer, waren da voreingestellt. Man sieht dann sozusagen, aus was besteht diese CO2-Bilanz. Man konnte aber auch tatsächlich einfach beliebige Zutaten eingeben von einem Rezept und dann sozusagen sich anzeigen lassen, okay, aus was besteht da jetzt diese CO2-Bilanz? Meistens kommt dann raus, dass bei indischen Gerichten allein dieses Stark Butter, die da drin ist, 2 Teelöffel, weit mehr ist als 2 Kilo Linsen oder so. Und es gibt also sehr viele Sachen, die dabei ziemlich überraschend sind. Wir haben das natürlich nicht nur gemacht oder jetzt den Konsumenten dann die Verantwortung zum Klimawandel gegeben, aber sozusagen als Möglichkeit zu verstehen, was eigentlich so Nahrungsmittelproduktion zu tun hat mit bestimmten Essensweisen, war das total interessant. Tatsächlich haben das Leute auch total unterschiedlich benutzt. Oder hier, das ist eher so ein Beispiel von dieser Lokalisierung. Da haben wir Leute gefragt, wer kontrolliert die Corona-Impfnachweise während des Lockdowns, als die Bars und Cafés wieder aufgemacht haben und wer nicht. Und das dann verzeichnet und das ziemlich schnell wieder beendet, weil es sich ziemlich dynamisch in der Gesetzgebung und auch in dem Verhalten der Gastwirte widergespiegelt hat, weil es dann geändert wurde, was kontrollieren heißt und so weiter und so fort. War aber tatsächlich sehr erfolgreich. Oder hier tatsächlich den Datensatz von, wie viele Grünflächen gibt es so in Berlin und wie hängt das zusammen mit der Hitze, Luftverschmutzung, Lärmbelastung und so. Eigentlich Daten von der Senatsverwaltung für Städtebau und noch was. Die heißt es, glaube ich, anders unter dem neuen Senat. Und man kann sozusagen sehen, hängt es zusammen, ob sozial schwache Leute nur da wohnen, wo auch mehr Luftverschmutzung ist und so weiter. Das war so der Service-Teil. Es gab dann auch eine Analyse dafür, aber in dem Fall hängt es sehr von den Leuten ab, natürlich, was sie sich darin angucken wollen. Und hier noch ein ganz anderes Projekt. In dem Fall ging es um Drogenkonsum in Europa. Das ist so ein Teil von so einem gemeinsamen europäischen Rechercheverbund, den wir haben aus den urbanen Journalisten, Journalistinnen. Da gab es Abwasserdaten. Und diese Abwasserdaten haben sozusagen für alle Kläranlagen, die da mitmachen in Europa, gezeigt, wie viel von welchen Drogensubstanzen findet sich da durchschnittlich wieder. Die machen es nur eine Woche im Jahr, aber dann überall gleichzeitig für eine Woche lang jeden Tag. Und tatsächlich war das super interessant, weil die darin Sachen waren, die uns nicht bekannt waren, wie zum Beispiel, dass Tschechien wahnsinnigen Crystal Meth Konsum hat, der immer mehr sich auch in Ostdeutschland widerspiegelt, der aber, nachdem wir die tschechische Kollegin gefragt haben, kannst du einen Experten fragen oder Expertin dort, warum das so ist, gesagt hat, natürlich ist es so. Im Sozialismus gab es einen großen Trend, so wie illegale Schnapsbrennerei in Österreich, dort Crystal Meth selber zu produzieren. Deswegen machen das Leute bis heute zu Hause und hat eine ganz andere Geschichte sozusagen und Kultur. Das war die Antwort darauf, warum es da so zunimmt, warum gerade in Nordeuropa so einen hohen Speed-Konsum hat, haben wir nie rausgefunden. Und in Barcelona der Marihuana-Konsum war angeblich ein Messfehler. In dem Fall eine ganz andere Darstellung habe ich jetzt so als Beispiel, weil Sie ja natürlicherweise mit Zeitlichkeit arbeiten als HistorikerInnen, sozusagen Wochenzeitverteilung, wo man dann sehen konnte, in dem Fall tatsächlich konnte man sich das auch für andere Städte angucken und für die ganzen einzelnen Orte. Und dann sieht man wirklich, dass es je nach Land vollkommen unterschiedlich ist, wie sich das verteilt. Also so in so Bankerstädten schon sehr anders,
wie Koks konsumiert wird als in anderen Städten. Und man kann es eben auch zeigen, wenn es nicht alle Erkenntnisse für jeden Ort gibt. Also man kann sozusagen, es gab dann, glaube ich, 110 oder 120 Städte, wenn es nur für 50 davon schon, das war eine neue Erhebungsform von diesem Ketamin, das gibt, kann ich trotzdem die 50 Städte jetzt anzeigen. Das ist was vollkommen anderes, als wenn ich eine lineare Geschichte darüber erzählen müsste. So. Wohin das alles sehr geführt hat, während Corona was, was echt davor totgesagt wurde, nämlich diese ganzen interaktiven Tools hatten eigentlich mal vor 10 Jahren so eine große Debatte, ob man die überhaupt noch braucht. Das war angestoßen, ein Beitrag, ich glaube, von jemandem von der Washington Post und oder New York Times im Medium, auf Medium.com, die gesagt haben, nur 15% aller Leute klicken auf diese interaktiven Sachen. Eigentlich macht es keinen Sinn. Dann haben alle Verleger so in der Welt gesagt, naja, das ist schon ganz schön teuer, da so Programmierer zu beschäftigen, wenn nur 15% der Leute auf die Sachen klicken. Darüber gibt es eine differenziertere Debatte. Die Sache ist, es hat sich vollkommen geändert mit Covid. Als Covid passiert ist, das war unser Beispiel, gab es ja in fast allen größeren deutschen Medien diese Dashboards, dass sowas in so einer Menge mit so vielen Leuten so lange betrieben wird, in so einem Komplexitätsgrad, war vorher vollkommen undenkbar. Es hat aber sozusagen in der Weise, wie Leute sich sowas gewöhnt sind, alles geändert, weil die waren gewohnt, um ihren Urlaub zu planen, jetzt auf dieses RKI-Dashboard zu gucken, was ja völlig unbenutzbar war. Das heißt, sowas war schon so viel nutzerfreundlicher, dass sie sich sehr daran gewöhnt haben, da so Sachen einzugeben, Filter zu benutzen, auch auf journalistischen Webseiten. Und das klingt jetzt so ein bisschen banal, aber man sieht es, wir haben das dann so mal ausgewertet, es sind so bis zu 10, im Schnitt 10 Interaktionen auf dem PC und irgendwie so 5 pro Nutzer waren es auf dem Handy. Das heißt, so stark benutzen die Leute wirklich das, um sich da einzelne Sachen anzugucken. Da sieht man jetzt so Beispiele aus den verschiedenen Sachen, dass man sozusagen nach seinem Ort gucken kann. Das ist diese Lokalisierung, die ich gemeint habe, oder was Personalisierung da oft genannt wird, dass man irgendwie so Zeiträume angucken kann und so, ist was, was schon sehr ungewöhnlich ist. Es hat bei den meisten Medien, also gerade beim Zeit, Online, Tagesspiegel und Funke Interaktiv waren so die erfolgreichsten. Es hat bei jedem Dutzende Millionen Aufrufe gehabt. Das benutzen Leute bis heute teilweise. Wo man das jetzt aber sieht, das ist das Gleiche, unsere Berichterstattung zur Wahl. Leute sind jetzt auch gewohnt, so Echtzeitdaten in so richtig wie möglich, so schnell wie möglich zu bekommen. Und gerade so bei so Wahlen wollen die das auch so nach Minuten. In dem Fall ist es ein Wahl-Dashboard von uns, wo während der Wahlnacht sozusagen dann live angezeigt wird, was der Auszählung stand, was sind Prognosen. Und dann wirklich alle 20 Minuten, in welchem Wahlkreis, welchem Wahlbezirk, das ist nochmal ein kleiner Stimmbezirk, wird eigentlich abgestimmt und wer hat da wie gewählt. Und diese Zeit von Echtzeitberichterstattung, die dann zwar vorläufig ist, also der Bundeswahlleiter ist es jetzt wieder, nicht mehr Wahlleiterin, nach dem Debakel, glaube ich, haben die gewechselt, veröffentlicht das als vorläufige Wahlergebnisse und revidiert das zwar natürlich nochmal hinterher, aber ich denke sozusagen, natürlich gucken sich die Leute das an. Die gucken sich nicht mehr das an, was nach 3 Monaten nochmal endgültig überarbeitet wurde. Es hat natürlich sowohl ein großen Risiko für sensiblere Themen und deswegen finde ich es gerade so für die Geschichtswissenschaft schon ziemlich interessant. Aber es hat natürlich auch einen Vorteil, dass Leute sozusagen sofort auch sehen können, ist da was falsch oder macht das Sinn oder sollte ich da lokal jetzt irgendwie aktiv werden, weil offensichtlich bei mir drumherum alle AfD gewählt haben. Das ist dann so das Spitzenpunkt davon gewesen nach diesen ganzen Krisen, als war dann erst Corona. Dann kam der Ukraine-Krieg, dann kam die Inflation und Klimakrise gibt es ja auch noch. Wir haben dann irgendwann zum Relaunch unserer Webseite den Krisenmonitor veröffentlicht, wo sozusagen dahinter sind jeweils so Dashboards. Der heißt nicht mehr so, weil mehrere Leute gesagt haben, so viel Leid auf einem Platz können sie nicht ertragen. Was interessant ist, weil wenn ich mir eine durchschnittliche deutsche oder internationale Nachrichtenseite angucke, gibt es eigentlich selten einen Tag, wo nicht mindestens zu jedem dieser 4 Themen ein Artikel vorhanden ist. Das wird aber nicht so wahrgenommen. Also es ist total interessant, wie sozusagen so super harte Fakten gesammelt von Leuten vollkommen anders rezipiert werden als Scholz verspricht Düsenjets und daneben so ein
Explosionsbild und dann darunter irgendwie ein verhungerndes Kind in der Sahara und daneben irgendwie jemand, der sich gegen Corona impfen lässt. Das ist ja nichts anderes, das ist aber sozusagen eine sehr andere Art. Ich glaube, jetzt heißt Live-Grafiken im Überblick oder irgend sowas. Egal. Hier letztes Beispiel, wo wir das auch benutzen, ist sozusagen bei beim Ukraine-Krieg. Da zeigen wir sozusagen seit, ich glaube, 2 Wochen nach Start jeden Tag an, wie sich das verändert. Sammeln immer so die interessantesten Nachrichten, die wirklich so lokalisierbar sind. Immer mindestens 3 bis 5 jeden einzelnen Tag aus internationalen Medien und zeigen, eigentlich sind es, glaube ich, 4 verschiedene Datenquellen von so verschiedenen Militärstrategie-Thinktanks, dann irgendwie so Institute for the Study of War heißt es, andere, könnte man auch nochmal drüber diskutieren, dann irgendwie so eine NGO, die das eigentlich aggregiert aus internationalen Medien, wo genau die Einschläge sind und so. Und auch das wird wahnsinnig viel benutzt und ist natürlich auch einfach eine Möglichkeit, den Leuten selber zu sagen, auch nach egal wann, ich kann da hingehen und mir selber einen Einblick verschaffen, was sich da eigentlich wie verändert hat mit verschiedenen Quellen. Und man sieht tatsächlich interessante Sachen im Zeitverlauf vor allem. Genau. Und das ist sozusagen das Gleiche, was man da hintersehen würde bei diesem Klimading. Da haben wir die ganz einfache Frage gestellt, bei all diesen Debatten, Überschwemmungen, bla, ist es denn jetzt gerade noch normal? Also es weiß ja niemand jetzt, ist es jetzt im Mai draußen gerade kalt heute oder war es vorgestern zu warm? Ich habe keine Ahnung. Und in dem Fall sozusagen zeigen wir eigentlich nur das Wetter in Deutschland, also den Durchschnitt, im Vergleich zu verschiedenen historischen Referenzperioden, um einfach die Frage zu beantworten, wie viel Abweichung ist es jetzt? Damit machen wir keine Aussage darüber, ob das Klimawandel ist oder nicht, sozusagen. Aber natürlich sieht man dann schon, wenn man sich so ein bisschen anguckt, dass es dann doch systemischere Ursachen hat. Genau, da sieht man so die verschiedenen Möglichkeiten, wie man sich das irgendwie so angucken kann. Und wie man das sich auch angucken kann im Vergleich zu verschiedenen Referenzperioden. So da, auch da ist so die Idee, sozusagen nicht eine Narration davon zu haben, gerade bei sowas immer noch so heiß diskutierten wie Klimakrise, sondern dass die Leute es halt selber sehen. Natürlich machen wir eine Auswahl, wo wir sagen, wir zeigen zu heiße Tage rot an und nicht als positiv blau. Aber die Leute können selber entscheiden, wollen sie das im vorindustriellen Durchschnitt vergleichen oder im Vergleich zu den letzten 30 Jahren. Und das erlaubt natürlich eine differenziertere Debatte darüber. So, jetzt gehe ich einmal auf die andere Seite zurück, weil es ja auch um diese journalistische Arbeitsweisen geht und darum soll es jetzt irgendwie so ein bisschen mehr gehen. Solche Dashboards sind auch der Grund, warum sich Journalismus als Arbeitsweise extrem ändert. Nicht nur Journalismus, sondern auch PR-Agenturen oder Fernsehsender. Das ist sozusagen ein Dashboard, das haben wir gerade nicht mehr, aber sehr viele Medien benutzen das, heißt Chartbeat. Da sieht man live, wie viel Traffic auf welchen Artikeln ist. Das sieht man nicht nur auf einem Artikel, sondern man sieht auf einem Artikel dann, wie weit durchschnittlich Leute runterscrollen. Das muss gar nicht, es kann vollkommen anonymisiert sein, also da geht es gar nicht so um User-Tracking an sich, sondern man sieht die ganze Zeit, wo lesen die Leute, wie lange. Was überspringen die Leute? Welche Nachrichten lesen die Leute? Und diese Art von sozusagen, ich habe mal bei so einer Quantitative Social Science Konferenz versucht, ein Paper mit einem Freund zu halten. Diese Art von Dashboard, was es eigentlich bedeutet, es kommt aus der Finanzindustrie eigentlich, diese Dashboard. Bloomberg Terminal war das erste wichtige. Der Begriff Dashboard heißt eigentlich Dreckbrett und war bei diesen Kutschen früher das, was den Dreck abgehalten hat. Ne, diese komische kleine Scheibe, daher kommt das. Und dann im Auto wurde es schon immer komplizierter, Flugzeuge, Finanzindustrie und eben jetzt sozusagen, bei den Usern ist es jetzt bei sowas wie Corona und Wahlen gelandet. Bei uns damit, das haben wir so seit 10 Jahren, alle Medien im Einsatz. Und das ändert natürlich vollkommen, wie man damit interagiert, was die Leute lesen. Es ist sehr traurig in manchen Sachen. Also der durchschnittliche Aufenthaltszeit ist 30 bis 60 Sekunden auf einem Nachrichtenartikel. Aber das heißt eben auch, dass sowas wie so komplizierteres Erzählen, wo die Leute dann so immersiver drinbleiben, hat dann plötzlich 4, 5 Minuten oder so im Durchschnitt. Man sieht schon, dass die Leute jetzt halt auch was anderes gewohnt sind. Die kommen vom Handy, wie ich gesagt habe, die sind auf Instagram gewesen, haben irgendwie auf Tinder geswiped, nach einer Wohnung gesucht, dann kommen sie auf so einen journalistischen Artikel. Das andere ist so viel aufmerksamkeitsheischender. Da muss sozusagen schon sehr visuell erzählt werden und sehr knapp, damit Leute den Inhalt
erfassen. So, es hieß ja jetzt Digital Journalism. Es gab da voll Diskussion, ob es auch Data Journalism heißen soll. Was heißt das eigentlich? Das, was wir hauptsächlich machen, das ist zum Beispiel Innovation Lab, auch wenn ich das jetzt sehr visuell erzähle, ein großer Teil neben so neuen Erzählformen und so gemeinschaftlichen Forschungsprojekten mit Unis ist Datenjournalismus, wie man es nennen würde, oder Data Journalism. Und das gibt es seit 2010, so dass es alle kennen. Das gab es auch davor natürlich schon. Davor hieß es Computer Assisted Reporting, CAR, gab es ja in den 70ern, haben die Leute in den Archiven gemacht oder in der Rechercheabteilung. Das haben Redakteure und Redakteurinnen nicht gemacht. Die Irak-Leaks von damals WikiLeaks, 2010 ungefähr, veröffentlicht, haben das sehr stark geändert. Damals haben, ich glaube, Al Jazeera, New York Times, der Spiegel und der Guardian das gemeinsam veröffentlicht auf unterschiedliche Weise und die hatten sozusagen alle diese Todesopfer und Bombardements plötzlich aus diesen Datensätzen verarbeitet. Die mussten erstens riesige Datensätze verarbeiten, was früher nicht gegangen wäre, aus Mangel an Tools, die alle benutzen können. Zweitens haben die das visualisiert, weshalb immer noch Leute bis heute oft denken, Datenjournalismus sei hauptsächlich Visualisierung, was tatsächlich zwei Disziplinen sind. Und es hat sich geändert, dass Leute sozusagen gesehen haben, ah, das mit diesen Daten ist ja irgendwie relativ relevant. Hier inzwischen, wo die Methoden so sind, so zwei ganz andere Beispiele, wie wir es machen, das wäre jetzt aus dem Wahlkampf sozusagen. Da haben wir live mit Democracy International sozusagen begleitet, wie der Wahlkampf auf Social Media geführt wird, über welche Themen diskutiert wird, über welche Akteure da so am meisten twittern, welche auf Instagram sind, welche auf Facebook sind und so weiter und auf YouTube sind. Und das Rechte ist in dem Fall eine Basis auf so einem Sprachmodell, KI würde ich es nicht nennen, aber schon komplizierteres maschinelles Lernen, der alle Kommentare unter YouTube-Videos mit einem der Spitzenkandidierenden analysiert hat. Das waren so 400.000 und darin versucht hat, was eigentlich für Diskurse darin stattfinden. In dem Fall ist es dann so ein 100-dimensionaler Vektorraum, der ist auf zwei Dimensionen runter gebrochen. Trotzdem kann man konnte man zum Beispiel zeigen, während Alice Weidel interessanterweise kaum Sexismus abbekommen hat. Was interessant ist in so einem Wahlkampf, war Baerbock so die Hauptbegriffe, die in der Nähe gefunden wurden zu ihrem Namen, waren immer so ganz stark geschlechtergeprägte Diffamierungsbegriffe, die also viele mussten wir dann manuell labeln, weil die in keinem Wörterbuch waren, so Bärböckchen, bla bla bla, aber auch ganz viel so beleidigen. Und das Interessante war aber, dass man anfangen konnte zu verstehen, okay, diese YouTube-Community scheint schon sehr klar mit Wahlkampf zu machen, indem sie bestimmte Leute drunter kommentiert, alles Mögliche, unter anderem überhaupt nicht. Da gab es so erste Muster und so, die man sehen konnte. Und diese Art von das User sozusagen dann doch, weil das ist ziemlich wichtig bei YouTube, für wie viele Leute es gezeigt bekommen, was da geliked wird und wie viel kommentiert wird. Das heißt, wenn Leute richtig viel irgendwas sehen und kommentieren, auf eine bestimmte Weise, dann sehen es auch mehr Leute. Also diese Art von so Diskursbestimmung, konnten wir da jetzt nicht endgültig erklären, aber so mal ein bisschen sichtbar machen, ziemlich interessant. Hier auch, in dem Fall haben wir alle Instagram-Posts von allen Kandidierenden, 8000 in Deutschland, die Instagram hatten, runtergeladen und mit so einem Bilderkennungs-Algorithmus versucht zu erkennen, was da drin gezeigt wird. Das untere war nur so ein eher ästhetisches Experiment, was unten drunter wir dann uns doch nicht verkneifen könnten, da reinzubringen, sind welche Farben am meisten vorkommen in so Instagram-Posts. Wir können mal versuchen, Farben nach zu ordnen. Vielleicht hier die falsche Konferenz, aber tatsächlich sehr interessant. Und vor allen Dingen diese Objekterkennung war aber super spannend, weil man sehen konnte, eigentlich die Örtlichkeit, wo das stattfindet. Also wir dachten erst, wir sehen dann auf FDP Kandidierende häufiger mit dicken Autos sind. Das ist aber nicht so, sondern man sieht eher, linken Kandidierende sind öfter mit vielen Autos, weil die stehen auf der Straße mit so einem Stand und dahinter sind halt viele Autos. Oder man kann so Krawatten erkennen und dann sieht man so, wo tragen viele Leute drumherum. Also am Ende hat man eigentlich mehr darüber, wo und wie der Wahlkampf geführt wird. Die CSU war sehr oft mit so Haustieren unterwegs und so. Man kann ziemlich interessante Sachen herausfinden, auf die man sonst eigentlich so nicht kommen würde. Und inzwischen ist das einfach. Also das hat einen Kollegen
Der so Quantitative Social Scientist ist sonst, glaube ich, 2 Tage gekostet, diese Analyse zu machen. So, was macht da noch einen Unterschied in der Arbeitsweise? Es gibt sozusagen nicht mehr diesen Journalisten. Ist jetzt absichtlich männliche Form, weil es wird auch bis heute im Journalismus natürlich wenig gegendert, hat sich jetzt geändert. Aber so dieser allmächtige Erzähler, der so einem erzählt, so ist die Welt, gibt es immer weniger, es löst sich immer weiter auf. Und stattdessen sind gerade so in diesen neuen Erzählformen, sowohl in der Nachrichtenproduktion, die schnell funktioniert, als auch bei uns, gibt es eigentlich immer mehr so Cross-Teams, die aus absolut unterschiedlichen Leuten bestehen. Bei uns sind jetzt eher so EntwicklerInnen, Leute, die Design machen, und JournalistInnen. Das können aber auch, wir haben ja noch oft mit Forschenden plötzlich zusammen. Oder man kann jemanden brauchen, der ein 3D-Modell baut, oder es gibt jemanden, der sich irgendwie besonders gut in Biologie auskennt. Das finde ich deswegen ziemlich interessant, weil ich glaube, ich habe ja selber, komme ja selber eher aus den Humanwissenschaften, da ist es immer noch sehr wenig ausgeprägt, finde ich. Also ich habe deswegen kein PhD gemacht, weil ich mir nicht vorstellen konnte, 3 Jahre alleine zu wohnen. Entschuldigen Sie für alle, die das gerne machen. Auch ich hätte gerne manchmal natürlich meine Ruhe. Aber diese Crossmedial, diese Intersektionalität finde ich jetzt gerade in den Humanwissenschaften in Deutschland noch sehr wenig ausgeprägt. Ich glaube aber, dass gerade, wenn man sich das anguckt, und ich glaube, das wäre auch interessant für den Rest hier, da muss man schon sehr unterschiedlich zusammenarbeiten. Und das sowohl über die Disziplinen hinweg als auch über so das einfache Handwerkszeug. Was auch neu ist, ist diese Art von sozusagen journalismusinternen Datenbanken. Und das sind nicht Dashboards, in dem Fall, das ist so. Heißt so, Aleph ist vom OCCRP betrieben, Organized Crime and Corruption Reporting Panel, früher in Bosnien Hauptsitz, jetzt glaube ich in den Niederlanden. Und die betreiben diese Datenbank, die dann auch von Panama Papers und so teilweise benutzt wurden, wo man so Entitäten verknüpfen kann. Also einfach, was für Punkte kommen wo nochmal vor? Wo habe ich da meine öffentlichen Einträge? Was habe ich reingefunden? Dann können Sie verschiedene Teams das zusammenfassen unter trotzdem verschlüsselten Datenbanken. Und das ist so das, was gerade immer mehr passiert. Jetzt hört man oft von OSINT-Recherchen, früher hieß es Crowd-Recherche oder wie auch immer. Mir vollkommen egal. Aber was dahinter steckt, ist schon, dass es immer mehr so eine Professionalisierung gibt, auch von Arten von Zusammenarbeit über Domänen hinweg. Dann hier komme ich nochmal zu dem zurück. Habe ich ja vorhin schon erzählt, finden immer alle besonders interessant, diese Drogenkonsumanalyse. Sind ja in Berlin. Ausgangspunkt war in dem Fall Abwasserdaten, also sozusagen eigentlich biologisch erhobene Daten oder chemisch erhobene Daten, die da eingespielt wurden und veröffentlicht wurden von denen, von der europäischen Behörde. Dann guckt man sich die erstmal an. Also sozusagen ist bei uns verschieden. Manche benutzen R, manche Python, manche Excel, je nachdem, was sie so für eine Domäne haben. Was sind das für Daten? Was kann man da drin finden? Welche Muster lassen sich darin überhaupt erzählen und welche nicht? Das ist meistens ein großer Teil unserer Arbeit. Dann erst wird überlegt, okay, wie kann man das eigentlich erzählen? In dem Fall zum Beispiel, man will schon die Top 10 sehen, aber man ist nicht bei allen dabei. Das zeigt man dann die Substanzen auch an. Es ist so ziemlich viel, was ist denn daran interessant und was will man trotzdem nicht den Leuten vorenthalten? Und dann zum Schluss kommt sozusagen noch Programmierung zusammen mit der Gestaltung, weil die Sachen sozusagen nicht alle statisch sein können. Und in dem Fall veröffentlichen wir die auf sehr vielen verschiedenen Sprachen. Und hier geht es um Demografie. Wie man da sieht, zum Beispiel in jeder anderen Hauptstadt Europas, es gibt keine gemeinsame Statistik für die Altersverteilung in europäischen Städten. Existiert nicht. Also haben wir die generiert, wir haben die überall einzeln angefragt, tatsächlich bei den meisten mit diesem Recherchenetzwerk. Und die sind verschiedene Altersstufen, wie Sie sehen. Also wir sind jetzt nicht so doof gewesen, dass wir die unterschiedlich hoch gemacht haben. Es sind verschiedene Bevölkerungsgruppen in den verschiedenen Hauptstädten. Auf nationalem Level gibt es das, auch einigermaßen vereinheitlicht, aber weder sonderlich neu noch in einheitlichen Abschnitten. Und da sieht man jetzt zum Beispiel, dass sozusagen
durch sowas wie Programmierung wird es aber möglich, dass es sowohl in allen Sprachen Leute einsetzen können, dass diese Recherchen, die haben es alle in einer anderen Sprache veröffentlicht. Teilweise ist es auch halb automatisiert, so Vorschläge, wie es übersetzt wird in diesem System, was wir da entwickelt haben. Und man kann das, kann damit überhaupt arbeiten, dass es verschiedene hohe Größen geben muss, dass man Sachen hervorheben können muss und so. Da konnte man so drüber haben, dann sah man den EU-Durchschnitt im Vergleich. Und ich würde sagen, es ist super interessant. Es war auch sehr ungewöhnlich erfolgreich, dass sozusagen Berlin mehrere Migrationswellen von junger Bevölkerung hat, aber jetzt nicht mehr, dass Kopenhagen, warum auch immer, einen riesigen Boom an junger Bevölkerung gerade hat, dass aber Rom am Sterben ist, sozusagen, also nahezu, wenn man sich das anguckt, ist da jetzt nicht drauf. Mist, es geht nicht weiter unten. Rom ist alphabetisch weiter unten sortiert gewesen. Rom war so genau so und da gibt es sozusagen gar keine nachziehenden jungen Leute mehr, was sehr interessant ist. Genau, dann gehe ich jetzt schneller durch, damit ich nicht überziehe, weil jetzt rede ich schon 30 Minuten 40 hatten wir ausgemacht. Okay, ja, dann bin ich. Die Leute können. Ich sehe ja, wenn jemand anfängt zu schnarchen. Aber genau, Crowd-Recherchen ist das, was ich am Anfang gesagt habe. Es gibt einen immer größeren Unterschied, dass Leute nicht mehr so passive Leser und Leserinnen sind, sondern mitmachen wollen erstens und zweitens können sie es. Also wenn jemand ein Handy in der Hand hat, wo er gerade einen Artikel liest, warum kann der dann nicht was dazu sagen, was nicht nur ein dummer Kommentar unten drunter ist, wo er jemand anders versucht zu beleidigen, was dann jemand löschen muss, sondern kann er ta daran teilnehmen. Und tatsächlich haben wir das ziemlich viel gemacht und halte ich auch für so eine der interessantesten neuen Entwicklungen. Ich glaube, bei Ihnen auf der Konferenz gab es auch jemanden zu Citizen Science, glaube ich, morgen früh, ne? Der sich damit beschäftigt, ist tatsächlich wahnsinnig vielversprechend. Gerade auch so dieses zwischen Medien und Wissenschaft arbeiten. In dem Fall war es, ich glaube, mit Uni Freiburg zusammen und einem Berliner so Verkehrsplanungs-Startup, die sich so für nachhaltige Verkehrsplanung versuchen, das zu digitalisieren. Da gab es 3000 Renderings von möglichen Straßen. Also es sind keine Fotos da unten, sondern es sind sozusagen so computergenerierte Möglichkeiten, wie Straßen aussehen konnten. Und Leute konnten bewerten, wie sicher sie sich darauf fühlen würden. Die wurden vorher gefragt, mit was sie sich wie oft bewegen. Ne? Und dann, also das zweite von links da ist so, wie häufig benutzen sie Fahrrad, Fuß, bla. Und über einen bestimmten Threshold wurden sie dann als eher Auto. User oder eher Fahrradfahrer oder so weiter klassifiziert und dementsprechend haben die dann zuerst mal Sachen aus ihrer Perspektive bekommen. Also wenn jemand hauptsächlich ÖPNV genutzt hat und läuft, dann hat er das aus Fußgängersicht bekommen. Wenn jemand hauptsächlich Auto fahren, dann aus Autofahrersicht. Und dann konnte man das Perspektivwechsel noch weitermachen. Also die haben immer 10 bekommen. Ich glaube, einer hat 150 dieser Bilder durchgeklickt. Also die Leute können sich dafür schon sehr begeistern. Und hinterher kann man Sachen sagen, die vorher tatsächlich einfach niemand gefragt hat, wie, welche Straßen wollen denn eigentlich die Leute? Also wo würden sie sich denn wohlfühlen? Und nicht nur, wo sind die Unfälle, weil das eine sehr andere Frage ist. Und tatsächlich hat es vorher nie jemand gemacht. Also wenn man mal recherchiert, wir haben keine große Erhebung gefunden in Deutschland, die die Leute gefragt hat, auf welchen Straßen sie sich wie unwohl oder wohlfühlen. Aber wie sollen dann Straßen passieren, wo Leute gerne mit Kindern in der Großstadt spazieren gehen oder Fahrrad fahren, das kann man ja gar nicht wissen. In dem Fall war es auch sehr interessant, weil hier sah man jetzt Arten der Abgrenzung, die wir dann daraus ziehen konnten. Und tatsächlich waren aber die Unterschiede zwischen den Leuten, die hauptsächlich Fahrrad fahren, den Leuten, die hauptsächlich Auto fahren, die gab es kaum. Es waren 5 bis 10% Unterschied. Also die haben sich die gleichen Arten von Begrenzung gewünscht, nämlich ziemlich klare so Poller, Blumenkästen oder sonst was, damit sie halt nicht ineinander reinfahren können, weil entgegen dieser aufgeheizten Debatte natürlich niemand Lust hat, jemanden über den Haufen zu fahren. Das heißt sozusagen, man konnte ziemlich viel, was sonst in so qualitativer Recherche eher anders diskutiert wurde, zeigen, dass es darum gar nicht geht. In dem Fall ein sehr anderes Beispiel ist schon 2018, 19 haben wir es gemacht. Ist aber deswegen interessant, weil es tatsächlich so eine neue Art von Journalismus ist, die sich auch so ein bisschen etabliert, nämlich mehr so wirklich nicht nur Daten zu benutzen, sondern Hardware, also in dem Fall Sensoren. In dem Fall haben wir damals zusammen mit ein paar Physikern so einen Sensor entwickelt mit einer Innovationsförderung, der messen kann, wie eng man überholt wird, wenn man auf dem Fahrrad fährt, von Autos oder anderen Gegenständen.
Und dann haben wir das visualisiert. Wir haben dann Leute aufgerufen, ob sie da mitmachen wollen. Wir haben 100 von diesen Dingern gebaut, per Hand tatsächlich. Und hatten so eine App, die dann in dem Moment ein Foto macht, um das zu verifizieren, ob das ein Auto war oder ein Jogger, der vorbeiläuft. Und es haben sich 5000 Leute gemeldet innerhalb von ein, zwei Wochen, obwohl wir nur 100 brauchten. 2.500 davon sogar, wie gesagt, haben, auf jeden Fall mache ich es freiwillig 2 Monate, weil sozusagen so ein hohes Unwissen und Leidensdruck war über dieses Thema, dass die Leute da wahnsinnig bereit sind, was mitzumachen. Die Ergebnisse waren sehr beeindruckend. Also es war dann wirklich über, ich glaube, in 53% der Fälle war es zu eng. Also es gibt eigentlich eine gültige Rechtsprechung. Die Straßenverkehrsordnung wurde vielleicht im Zusammenhang damit oder nicht kurz darauf angepasst, dass es auch rechts eindeutig ist, wie viel Abstand man halten darf, wenn man jemanden überholt. Und da sieht man so die Verteilung nach Uhrzeit oben rechts, wann die Abstände wie hoch sind, unten rechts so eine Karte und links so einen ganz interessanten Fall von dieser Umfrage, die wir gemacht haben, wie oft die Leute mit der, wann die Leute sozusagen mit welchem Verkehrsmittel fahren. Also wir haben dann sozusagen diese Sachen, die wir eigentlich nur genommen haben, um Teilnehmende zu suchen, waren so viele Leute, dass wir auch sagen können, was sagen denn Leute mit dem Auto oder mit dem Fahrrad, warum sie welche Verkehrsmittel benutzen. Das ist ein anderes Beispiel, das sehe ich jetzt nicht so sehr im Detail. Wollten wir wissen, welche Eigentümerstruktur gibt es eigentlich in Berlin, wem gehören wie viele Wohnungen in der Stadt, ist nicht öffentlich verfügbar im Gegensatz zu anderen Ländern, weil das Grundbuch in Deutschland nur auf Einzelfallentscheidung einsehbar ist. Konnten die Leute dann so eintragen, haben die mitgemacht. Viel interessanter als die Ergebnisse waren aber tatsächlich auch in dem Fall, was die Leute gefragt haben. Also die haben dann zum Beispiel angefangen zu erzählen, bei mir um die Ecke wird in dieser Datenbank wird angefangen, Häuser leer zu machen und dann kommen da in jede Wohnung die gleichen Möbel rein. Und das ist jetzt schon an 3 Häusern passiert. Dann haben das immer mehr Leute geschrieben und dann war eine Untergeschichte, die wir gar nicht vorhatten, dass sozusagen dieser Trend, den es in Deutschland im Gegensatz zu UK nicht gibt, von Möblierung von Wohnungen, gerade wahnsinnig durchstartet, gleichzeitig aber rechtlich die Mietpreisbremse sehr gut umgehen kann. Sehr interessante ökonomische Strukturen zwischen, wenn deine als Eigentümer du eine Firma hast, die selber das renoviert, kannst du selber bestimmen, was es gekostet hat, diese Arbeit, das zu renovieren und so weiter. Also man konnte sehr viele Sachen zeigen, die wir gar nicht erwartet haben. Oder das andere, in dem Fall Finanzmarkt, Folgen war auch gar nicht am Anfang so das Ziel, sozusagen, dass eigentlich alle diese großen, bösen Wohnungsbesitzer, die damals in vielen Demos kritisiert wurden, in Wahrheit meistens die gleichen Investitionsgeber haben, die gleichen Hauptinvestoren und dass es vielleicht eine sehr vereinfachte Debatte ist, nur darüber zu reden, über einzelne Firmen und nicht über sozusagen ein bestimmtes System. Und zuletzt haben wir das dann europaweit gemacht, mit 15 anderen zusammen. Das gibt es immer noch. Daher kamen diese ganzen anderen europäischen Recherchen, die ich vorhin gezeigt habe, wo wir das verglichen haben in Städten. Europaweit, Hauptstädten in 15 und tatsächlich herausgefunden haben, dass aber diese Annahmen, es sind bestimmte Marktakteure oder bestimmte Finanzkräfte, bla bla, überhaupt nicht verallgemeinerbar sind. Also dass es wirklich der Wohnungsmarkt beispielsweise in jedem Land und vor allen Dingen in den Hauptstädten so unterschiedlich funktioniert, dass man zwar gucken kann, warum das jeweils so ist, aber das ist so eine einfache Erklärung von, alle wollen halt ihre eigenen 4 Wände oder Häuser sind Investitionsobjekte oder Spekulationsobjekte, vollkommen unterschiedlich sind. Das ist auch gerade im ehemaligen Ostblock vollkommen unterschiedlich gehandhabt. In Ostberlin alles verprivatisiert, damals beispielsweise, was vorher enteignet wurde während der DDR in, ich glaube, es war nicht Bulgarien, sondern Slowakei, haben sie alle Sachen den Leuten für einen sehr billigen Preis angeboten. Also die haben gesagt, ihr seid in der Wohnung gewohnt, das waren Genossenschaften offiziell, ihr habt dafür bezahlt, wir nehmen jetzt den Preis, den diese Wohnung hat und so viel habt ihr ja schon bezahlt, den Rest könnt ihr zahlen, dann ist es eure Eigentumswohnung. Deswegen sind da 90% der Leute im Eigentum und neue Leute haben ein riesiges Problem, die in die Stadt kommen, weil es gar keinen Mietmarkt gibt. Also sozusagen Mieten ist da teurer als Eigentum. Vollkommen unterschiedlich, war sehr interessant bis heute. Machen wir da viele Nachfolgerecherchen. Das ist so ein bisschen meine Schlussfolgerung daraus, um so, was so wir da versuchen, das zu theoretisieren.
Ich versuche das immer so Empowering Journalism zu nennen, also Doppelfunktion. Erstens, dass man als Journalist heute überhaupt noch wahrnehmen kann, diese ursprüngliche vierte Gewalt, wie man es auch immer nennen will, auszuüben, muss man das schon sehr stark auf so Datengrundlage tun. Wenn man jetzt natürlich nur einer Firma oder einem Staat vertraut, alles, was ihr erhebt an Daten, stimmt unbesehen, dann ist es ja so, als würde man eine Pressemitteilung einfach wieder veröffentlichen. Genauso, als hätte man keine zweite Quelle in der Geschichtswissenschaft, sondern nur eine Einzelevidenz. Und deswegen glauben wir schon, dass diese sehr Beschäftigung mit Daten ziemlich wichtig ist. Zweitens geht es immer so darum, auf der anderen Seite die Leute irgendwie dazu in die Lage zu versetzen, an sowas überhaupt teilzunehmen. Also gerade sowas wie grenzüberschreitendes Immobilieninvestment ist wahnsinnig kompliziert. Das kann zu den Leuten nicht einfach erklären, da also visuelle Methoden helfen dabei. Dann versuchen wir nicht mehr das zu machen, was früher oder in manchen journalistischen Genres immer noch sehr üblich ist, so dieses Gelotzungshafte, ich erzähle euch jetzt, wie es war und es klingt schön und so war es dann auch, sondern es gibt Leute, die wissen es besser, deswegen arbeiten wir ganz viel mit Forschung zusammen und auch das ist im Journalismus immer mehr verbreitet, so außerhalb der Domäne mit Leuten zusammenzuarbeiten und die auch dazu zu schreiben. Autorenschaft ist dann nochmal eine andere Frage und wir versuchen sozusagen mehr und mehr die Leute damit einzubeziehen. Aus den beiden Funktionen, dass sie sowohl dann deine Sachen mehr lesen und ist natürlich auch eine marktwirtschaftliche Frage, weil die auch deine Abonnenten werden oder deine Subscriber oder Supporter, was auch immer, je nach Geschäftsmodell. Und wir versuchen sozusagen diese Visualisierung so zu benutzen, dass Leute zu so super abstrakten Themen einen Bezug bekommen. Ja, jetzt gebe ich am Schluss einfach einen kurzen Ausblick. Wir hatten gerade mehrere Wochen so Workshop. Bei uns im Haus organisiert zu KI-Tools, was es jetzt so gibt, vor allen Dingen, wie man es in der Recherche benutzen kann, wie man es in der Textproduktion benutzen kann, was es in der Bildgenerierung bedeutet, was es für so Verifizierung bedeutet. Das ist super beeindruckend. Eine Sache, die wir da als Beispiel vorgeführt hatten, war das. Rechts ist Original, in dem Fall Olaf Scholz, das offizielle Bundeskanzleramtsfoto. Links ist das ist schon Teil von Photoshop, also von einem allgemeinen normal verfügbaren Tool, heißt Neural Filters, das sozusagen kann bestimmte Gesichtsausdrücke verändern. Man sagt dann fröhlicher oder nervöser oder zorniger. Es gibt so vier oder so Zustände und anhand dessen ändert es das Gesicht. Und da haben wir es sehr übertrieben absichtlich. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt jeder sofort links erkennen würde, dass es tatsächlich generiert ist aus einem echten Bild. Hier ein anderes Beispiel. Durch ein Tool, das heißt Runway, kann man tatsächlich einfach nur durch einen Prompt sagen, nimm den Hintergrund und ersetze ihn durch eine Nacht bei Regen vor einem Fenster. Dann macht es das. Ich glaube nicht, dass würde man das drucken, das würden wir nicht tun. Würde man das natürlich nicht mehr auseinanderhalten können. Die andere Frage ist aber natürlich, ist so ein Bluescreen oder eine grüne Wand vor jemandem aufzustellen oder so was anderes, als wenn ein Computer das tut? Also ich glaube gerade so dieses ab wann sagt man denn jetzt, es war bearbeitet oder nicht? Ist so diese klassische Bildbearbeitung, wo man ein Gesicht mit Stempeln, was 2 Stunden dauert, für so einen Retuschierer die Pickel wegmacht, das haben schon immer Leute gemacht bei Porträts. Früher auch mit so Nachbeleuchtung noch aus in Dunkelkammern, als man noch mit Film fotografiert hat. Wo ist so da die Grenze? Ich glaube, es wird eine wahnsinnig interessante Frage, sowohl wie man Sachen auszeichnet, aber auch wie man dann hinterher Sachen beschreibt. Hier einfach nur Beispiele, wie weit es gerade so ist. Das ist jetzt schon 2 Wochen alt. Ich habe es heute Morgen nochmal ausprobiert, da war es noch besser. Da habe ich einfach nur eingegeben in 4 dieser Tools eine Gruppe von europäischen Politikern unterhält sich oder diskutiert. Das ist das, was so rauskommt. Man sieht jetzt so an den Händen meistens noch bei diesen freien Tools, dass es noch so Glitches gibt oder in den Gesichtern. Ich glaube nicht, dass. Es dauert jetzt noch ein paar Wochen. Midjourney hat jetzt eine neue Version, da sieht man das kaum noch. Es gibt so ein paar neue, die können das noch besser. Ich glaube nicht, dass die meisten Leute sofort erkennen würden, was daran erfunden ist. Die größten Beispiele waren ja mit dieser Amnesty-Kampagne gegen Polizeigewalt oder der Papst mit seinem schönen Puffer-Jacket und Donald Trump, der von der Polizei weggelaufen ist. Das ist ein ganz anderes Beispiel. Da haben wir einfach gesagt, ich brauche ein Interview mit der Bildungssenatorin morgen. Es gab eine Messerattacke in der Schule in Berlin. Eine kurze Beschreibung, was es ist. Was für ein Interview würde ich jetzt als Reporter oder Reporterin führen? Und tatsächlich
wir haben das nicht benutzt, es war ein Experiment, aber die Fragen waren so das Gleiche, was 90% aller Interviews machen würden, dass es sehr viel natürlich darüber erzählt hat. Dafür finde ich es auch sehr interessant zu benutzen, was halt so die erwarteten typischen Vorgehensweisen sind. Also wenn man das Gleiche macht zu schreibe eine Geburtstagskarte, ertappt man sich schon sehr darin, wie generisch die eigenen Antworten sind oder so, wie verallgemeinerbar menschliche Kommunikation da inzwischen ist. Und das ist sozusagen meine Abschlussfrage. Dieses Beispiel, was ich gezeigt habe von den Irak-Leaks, ich habe versucht, das als echte Webseiten zu zeigen. Keine davon ist verfügbar. Es ist sozusagen wirklich ein historisch wichtiges Dokument. 2010. Es war sowohl sozusagen aus der Mediengeschichte meiner Meinung nach wichtig, als auch, dass es wirklich wichtige Erkenntnisse waren. Und keine dieser Webseiten funktioniert noch. Nicht die New York Times, nicht der Guardian, nicht der Spiegel. Das sind alles so tote Dinger. Ich kann Ihnen erklären, dass es auch kein Wunder ist, weil diese Webtechnologien damals waren noch Flash-Player und so und die Archivierung davon super schwierig ist. Es gibt da auch nicht sowas wie PDFA Archive oder so. Es gibt keine Standards dafür und da das meiste sowas wie JavaScript ist oder bestimmte Schnittstellen laden muss, um es überhaupt sich darzustellen, was im Browser dargestellt wird, kann man es auch nicht so einfach archivieren. Die Frage ist aber, sollte man das nicht tun, zum einen? Oder sollte man nicht irgendwie sich überlegen, wie man sowas archivierbar macht, wenn man sowas selber produziert? Ich glaube, es ist nicht so ganz unsere Aufgabe, auch wenn wir es oft versuchen, sowas so lange wie möglich immer noch zu updaten. Aber ich finde es eine super interessante Frage an Sie alle. Das war's.